Ich komme nicht immer zu spät, das ist doch Quatsch. Jetzt hör bitte auf damit. Ja. Ja. Ich glaub's nicht. Schatz, das gibt's doch nicht. Ja, ich gehe dann auch noch beim Bäcker vorbei und hoffentlich hast du dich dann auch abgeregt. Frakturen der oberen Extremitäten, Hautaufplatzungen. Der Aufprall hat dem Körper multiple Verletzungen zugefügt. Ich würde sagen, er muss von recht weit oben gefallen sein. Fragt sich, ob freiwillig oder nicht. Also, der Zeuge meint, ich weiß auch nicht, wo es herkam. Ich habe nur den Aufprall gehört und einen Schock bekommen. Haben wir eine Liste der Bewohner des Hauses? Ja, im Haus wohnen 14 Parteien. Vielleicht hilft uns eine Uhr weiter. Schickes Teilchen. Hinten drauf. Für Robert. Robert, Moment mal. Robert Monk im Penthouse. Hallo, Polizei? Luft ist rein. Hier unten zumindest. Na, trau dich ran, Hasenfuß. Ist ausgeflogen. Wenn er da war. Der junge Mann wohnt alleine. Da steht nur eine Zahnbürste. Sag mal, der Robert Morg ist doch nicht platinblond, oder? Außerdem sind die hier viel zu kurz. Also hat er die Nacht nicht allein verbracht. Ist noch warm. So. So, dann wollen wir mal. Studentenausweis, juristische Fakultät, Perso, EC-Kreditkarte und Kohle. Ungefähr 2000. Geländer. Ist sicherheitstechnisch ziemlich mau. Aber bei der Spurenlage halte ich einen Unfall für eher unwahrscheinlich. Das hier sind Spuren einer Auseinandersetzung? Das sehe ich genauso. Schau mal, was ich noch in der Schublade gefunden habe. Einmal für dich. Oder einmal für dich. Ja. Mich. Das sind 25. 50. 1000 Euro. Clara, wir sind auf der Suche nach Frau Monk und Herrn Hohenstein. Ja, dort drüben bei den Kleidern. Ah ja, in der braunen Jacke. Mhm. Danke. Bitte. Frau Monk? Ja? Kripo Stuttgart, Badosi, mein Kollege Sander. Kripo? Es geht doch nicht um Robert, oder? Doch. Es tut uns leid, wir müssen Ihnen mitteilen. Ihr Sohn Robert ist aus großer Höhe auf ein Autodach aufgeschlagen. Also jetzt tot. Frau Mauer. Angela! Was ist passiert? Ja, sehen Sie, was machen Sie hier? Sollten wir doch lieber zum Arzt? Frau Monk, Herr Hohenstein, mein Name ist Seifert. Mein Beileid. Was ist denn eigentlich passiert? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur sagen, dass Ihr Sohn von seiner Terrasse gestürzt ist. Was denn für eine Terrasse? Die Terrasse von seinem Penthouse in der Mainzer Straße. Was denn für ein
Penthouse? Ach, Robert hatte doch ein Zimmer im Studentenwohnheim. Hat er nebenbei gearbeitet? Nicht, dass ich wüsste. Und wovon hat er gelebt? Wir haben ihm monatlich 800 Euro überwiesen. Wir haben eine größere Menge Bargeld in der Wohnung Ihres Sohnes gefunden. Wissen Sie, woher das stammen könnte? Also, ehrlich gesagt, verstehe ich Ihre Fragen nicht. War das denn kein Unfall? Wir versuchen, das herauszufinden. Vielleicht können Sie uns dabei helfen. Wissen Sie von Problemen Ihres Sohnes? Ob er Streit hatte mit irgendjemand, irgendetwas in der Art? Robert war voll und ganz auf seinen Staatsexamen konzentriert. Er stand ja kurz vor dem zweiten. Und da hatte er keine Zeit für eine Freundin? Mein Stiefsohn hat uns schon lange kein Mädchen mehr vorgestellt. Ich glaube, er wollte sich noch nicht festlegen. Machst du meine Tabletten? Nein. Ich würde ihn gern sehen. Angela. Frau Monk, ich glaube, es ist besser, Sie behalten Ihren Sohn so in Erinnerung, wie Sie ihn zuletzt gesehen haben. Ich glaube, wir sollten doch zum Arzt gehen. Meine Frau hat Multiple Sklerose. Ich rufe Ihnen ein Taxi. Haben wir schon was über Monks Freundin? Ich habe gerade unseren anderen Monk drauf angesetzt. Er sichtet die Aufnahme aus der Tiefgarage. Also wie es aussieht, ging das Geld von den Eltern schon rein für die Nebenkosten drauf. Sonstige Einkünfte? Nee. Also die einzigen relativ regelmäßigen Einkünfte liegen ein paar Monate zurück. Ist immer der gleiche Betrag hier, 8.000 Euro, ohne Verwendungszweck. Von wem kam das Geld? Die letzte hier vor 4 Monaten von einem Lukas Wörnle. Hat der Monk aber gleich zurücküberwiesen. Seitdem gibt's ein paar Bareinzahlungen, aber auch immer unregelmäßig und verschiedene Summen. Hier mal 2.000 Euro, hier vor einer Woche 5.000. Bareinzahlung und das Geld in der Schublade, das riecht doch nach Drogen oder Schwarzarbeit? Die Frauenhaarquelle. Ich glaube, ich hab sie. Dieser Stellplatz hier gehört dem Toten. Und die Frau hat den Wagen gestern um 22.40 Uhr abgestellt. Und jetzt holt sie ihn wieder. Also dann sehen wir mal, Film ab. Was sehen wir? Eine blonde, schöne Frau, extrem lange Beine, sehr schönes Auto, offen, kriegt den Schlüssel nicht rein, der Schlüssel ist rechts. Jetzt hat sie es geschafft, der Motor läuft. Jetzt noch den Gang einlegen und rausfahren. Na bitte, geht doch. Also mehr sehe ich nicht. Und ihr? Was hat die Halteanfrage ergeben? Sabine Früh, auf die ist der Wagen zugelassen. Früh, der Name sagt mir irgendwas. Laut Netz ist sie Schirmherrin eines gemeinnützigen Vereins. Frauen helfen Frauen in Not e.V. Es gibt einen Dr. Dieter Früh, der ist im Aufsichtsrat der WEX AG. WEX AG. Ja. Ja, die Privatadressen sind identisch. Gut, dann schlage ich vor, du und Anna, ihr kümmert euch um Lukas Wörnle. Das Opfer hat ihm 8.000 Euro zurücküberwiesen und wir statten frühs einen Besuch ab. Danke, Rico. Was hat denn dieser Dr. Früh mit den Ermittlungen zu tun? Möglicherweise hat seine Frau die Nacht mit Robert Monk verbracht. Um Himmels Willen, ich bitte euch um äußerste Diskretion. Dieser Früh ist ein mächtiger Mann. Ja, und doch betrügt ihn seine Frau. Wahrscheinlich. Diskretion, Herr Stoll, zählt nicht zu Ihrem Vokabular. Das ist mir schon klar. Trotzdem würde ich Sie höflich bitten. Ich kümmere mich drum. War nicht die Frau aus dem Video? Aber das Auto. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Seifert, Kripo Stuttgart. Mein Kollege Stoll. Wir suchen im Rahmen einer Ermittlung die Person, die von gestern Abend bis heute Morgen diesen Wagen gefahren ist. Das ist mein Wagen. Aber ich habe zurzeit eine Freundin zu Besuch. Worum geht es denn bitte? Hat diese Freundin denn auch einen Namen? Wartenberg, Gina Wartenberg. Könnten wir Sie bitte sprechen? Muss das jetzt sein? Wir haben in einer knappen halben Stunde unseren Abschlag. Ich begleite Sie. Gina ist oben am Pool. Danke. Schönes Spiel. Mein Kollege Sander, Herr Wörnle, setzen Sie sich. Ja. So.
Worum geht's denn bitte? Es geht um Herrn Robert Monk. Wir sind im Rahmen unserer Ermittlungen auf Ihren Namen gestoßen und werden ein paar Fragen an Sie. Okay. Sie haben Herrn Monk vor einigen Monaten 8.000 Euro überwiesen? Ja. Wofür war das Geld? Das war so ein Kredit. Ein Kredit. Ja. Wieso, was behauptet er denn? Was meinen Sie? Weiß nicht. Ich müsste dann jetzt auch wieder Paragraphen lernen. Ja, ohne Fleiß kein Preis. Aber Sie sind doch vor kurzem exmatrikuliert worden. Warum lügen Sie uns an? Sie sind kein Student mehr. Und Sie sehen mit Verlaub nicht aus, als könnten Sie 8.000 Euro verleihen. Und wenn Sie uns weiterhin so plump belügen, dann gehen Sie nirgendwo hin, außer in Ihre Zelle. Haben wir uns verstanden? Worum geht's denn hier überhaupt? Möglicherweise um Mord. Gina? Ja? Kommst du mal? Das sind Frau Seifert und Herr Stoll. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Sie sind von der Polizei. Was kann ich für Sie tun? Könnten wir Sie vielleicht allein sprechen? Natürlich. Ich muss sowieso los. Okay, Sabine. Sehen wir uns, okay? Tschüss. Wiedersehen. Kennen Sie einen Robert Monk? Also, ich weiß, es war dumm von mir, dass ich einfach abgehauen bin. Ich weiß nicht, was es Ihnen das sonst zusagen soll. Fangen Sie vorne an und erzählen Sie uns, was passiert ist. Aber das weiß ich doch selbst nicht. Ich kannte den Mann ja eigentlich gar nicht. Und uneigentlich. Das war ein One-Night-Stand. Ich habe die Nacht mit ihm verbracht. Heute Morgen klingelt es an der Tür. Er schickt mich ins Bad. Ich mache mich frisch. Und als ich rauskomme, ist niemand mehr in der Wohnung. Und dann höre ich die Polizeisirenen. Also, wofür waren die 8.000 Euro? Ich habe das mit dem Lernen nicht so hingekriegt. Ich habe dann gehört, dass Robert gegen Bezahlung Examensarbeiten schreibt. Und das ist dann rausgekommen? Nein, er hat es ja gar nicht erst geschrieben. Meinte, er hätte plötzlich keine Zeit mehr für sowas. 5 Tage vom Abgabetermin. Das war's dann für mich. Hat er Ihnen gesagt, warum er keine Zeit mehr hat? Nein, nichts. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, nichts. Herr Wörnle, wo waren Sie heute Morgen zwischen 8 und 10? Im Bett. Hab über mein verfuschtes Leben nachgedacht. Als Sie im Bad waren, haben Sie da Stimmen gehört? Männliche, weibliche? Nee, nichts. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen. Wirklich. Aber... Wo haben Sie Robert Monk denn kennengelernt? In einem Restaurant. An der Bar. Hat dieses Restaurant zufällig auch einen Namen? Ich kenne mich hier nicht so aus. Ich komme aus Dänemark. Das war irgendwo Innenstadt. Ihre Freundin wird es wissen. Nein, ich war alleine dort. Wieso? Ich denke, Sie sind nach Stuttgart übers Wochenende gekommen, um Ihre Freundin zu sehen. Ja schon, aber Sabine musste noch arbeiten. Also bin ich alleine los. Um sich einen Mann aufzureißen, in irgendeiner wildfremden Lokalität, deren Namen Sie nicht mal kennen. Santa Maria. Ich hatte den Namen vergessen, aber jetzt fällt er mir wieder ein. In diesem Fall würde ich Sie bitten, uns ins Präsidium zu begleiten. Wieso das denn? Um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Aussage noch mal in Ruhe zu überdenken. Santa Maria hat seit mehreren Monaten geschlossen. Ziehen Sie sich bitte was über. Thank you.
Kann ich Ihnen helfen? Ist das Ihre Arbeitskleidung? Ja. Schützt vor Verunreinigung. Und Sie sind? Nenn mich einfach Monika. Verunreinigung? Ja, Hygiene ist das A und O in meinem Job. Na gut. Solange ich nicht auch so ein Ding überziehen muss. Wie jetzt? Du bist ja total süß. Kommst du? Moment! Und dann hat sie zu mir gesagt, ich habe mir das Ganze zwar irgendwie anders vorgestellt, aber versuchen können wir es ja mal. Versuchen können wir es. Sie und ich. Gucci, Gucci. Ja, sie dachte, ich sei ein Cowboy. Klar. Du meinst, sie war eine Kundin? Ja, sicher. Hier, ihre Personalien, habe ich alles aufgeschrieben. Ich gebe Martina und Joe Bescheid. Ja, dann war das wohl der lukrative Job, wegen dem unser Opfer keine Lust mehr hatte, Examensarbeiten für seine Kommilitonen zu schreiben. Ihr habt aber nicht miteinander, oder? Ja, er war ein Callboy und ich seine Kundin. Oder wie man das auch immer nennt. Da brauchen Sie nicht so, Tokuko. Ich? Ich muss Ihnen nicht peinlich sein. Sagen Sie das mal Ihren Kollegen. Wenn ein Mann zu einem Prostitut geht, das ist keine große Sache. Aber wenn eine Frau sowas macht, so denken Sie doch. Hören Sie mal, was ich hier denke, tut überhaupt nichts zur Sache. Im Übrigen sehen Sie nicht gerade aus wie eine Frau, über die man ein Handtuch werfen müsste, also. Oh, danke. Also ich lege lieber 2000 Euro hin und ich weiß, was ich bekomme. 2000 Euro? Ja. Er ist jeden Cent wert gewesen. Deshalb müssen Sie mir glauben, dass ich ihm nicht angetan habe. Wieso auch? Wie haben Sie Robert Monk denn dann wirklich kennengelernt? Ja, so, im Internet. Er hat dort eine Anzeige geschaltet. Akademiker, sportlich, ausdauernd, kultiviert und humorvoll, bietet Stunden der Leidenschaft. Schnapp dir den Computer von Monk und finde heraus, mit wem er sich in der letzten Zeit verabredet hat. Blödsinn. Machen Sie eine Liste von allen Kontakten, wir müssen sowieso alle überprüfen. In der Wohnung war gar kein Computer. Wie in der Wohnung war... Man muss doch einen gehabt haben. 2000 Euro. Musst du dir mal reinziehen. Augen auf bei der Berufswahl. Du musst sowas doch eigentlich ganz unglaublich finden, oder? Wärst du so bereit, so viel Geld zu bezahlen? Wohl eher nicht, oder? Joe. Die Frau hat Kohle für diesen 2000 Euro Peanuts und von denen gibt's eine Menge. Na, offensichtlich. Gut, nehmen wir mal an, die 50.000, die wir bei Monk sichergestellt haben, stammen aus seinem Nebenerwerb. Dann sind die das Ergebnis von? 25 Liebesnächten. Er verdiente Kohle, würde ich sagen. Aber wenn die Täterin eine unzufriedene Kundin war? Die Täterin sich in den hübschen jungen Mann verliebt? Der Mann war ein Cornboy. Genau. Aber Frauen können Sex und Liebe selten trennen. Das ist ein offenes Geheimnis. Ist das so? Ja. Mancher Ehemann dürfte damit auch so seine Schwierigkeiten haben. Wir müssen übrigens davon ausgehen, dass der Täter oder die Täterin den Computer von Monk mitgenommen hat. Vermutlich, weil sich darauf entlarvende Informationen befinden. Aber wenn es eine verheiratete Kundin war, dann wird sie den Computer eher entsorgt mit nach Hause genommen haben. Genau. Setzt ihr bitte ein paar Kollegen darauf an, die Umgebung abzusuchen? Klar. Und den Wagen von Monk, den sollten wir auch mal finden. Mach. Danke. Ich will nach Hause. Meine Familie wartet. Schöne Grüße. 2000 Euro. Willst du umsatteln? Ja, Frau Wartenberg hat ausgesagt, dass Robert Monk am Morgen der Tat besucht hat. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Unterschreib mir das bitte. Frau Professor Wolter wartet nicht gerne. Weißt du doch. Und wie viel Namen haben wir heute? 23. Ich habe ihn vergessen. Wen? Den Hochzeitstag. Ich habe mich schon gewundert, warum Lore mich heute Morgen so komisch angeguckt hat. Ich renne viel. Was mache ich denn jetzt? Ruf sie an. Oh, komm, ich kann sie nicht anrufen. Ihr reißt mir den Kopf ab, ich muss mir schon was ganz Besonderes. Blumen? Ich schenke dir Blumen? Mit einer Karte drin? Ha? Ich könnte doch so tun, als ob ich sie nur auf die Folter spannen wollte. Und dann lade ich sie zum Essen ein.
Ist doch perfekt. Mein Kollege. So, ja. Hey, kommst du jetzt endlich? Die Wolter steht kurz vor dem Herzinfarkt. Verzeihen Sie die kleine Verzögerung. Guten Morgen. Gehen wir am besten gleich in Medias Res. Ich könnte Ihnen eine detaillierte Auflistung der multiplen Frakturen, Durchspießungen und Quetschungen, die ich feststellen musste, liefern, aber ich kann sie noch ersparen. Fakt ist, der Aufprall war todesursächlich. Zudem weist die hohe Zahl distaler Radiusfrakturen auf eine Abwehrreaktion beim Aufprall hin. Das heißt, er war definitiv lebendig, als er über die Brüstung fiel. Korrekt. Abwehrspuren? Ja. Zwei Hämatome an den Innenseiten der Oberarme weisen darauf hin. Wenn Sie mich fragen, den muss jemand kräftig durchgeschüttelt haben. Am Rücken hat das Opfer ältere Schnittwunden. Die zeigen sich auch in den Armen, sehen Sie? Das könnten auch passive Abwehrverletzungen sein. Wie alt sind die Schnittverletzungen? Angesichts der Wundheilung würde ich sagen, so etwa 7 bis 12 Tage. Zwei der Wunden mussten übrigens genäht werden. Möglicherweise können Sie über den behandelnden Arzt mehr herausfinden. Ich versuche gleich mal rauszufinden, bei welchem Arzt unser hübscher Call bei war. Hübsche Früchte. Morgen. Morgen. Morgen von deinen Eltern? Mhm. Danke. Angela Monk hat vorhin angerufen und wollte fragen, ob sie die Wohnung ihres Sohns sehen dürfte. Jan hat den Tatort freigegeben. Frag sie, ob sie am Mittag Zeit haben, dann treffe ich sie da. Okay. Sind das deine Telefonverbindungen? Ja, fast ausschließlich unterdrückte Rufnummern. Ich würde am Call bei meiner Nummer auch nicht geben. Wird jedenfalls eine Weile dauern, bis Rico die alle identifiziert hat. Du sag mal, wieso eigentlich Arzt? Robert Monk hat ältere Schnittverletzungen, die offenbar von einem Arzt versorgt wurden. Mir ist da nämlich vorhin eine Notrufnummer aufgefallen. Hier. 21.34 Uhr, ein Anruf vom Penthouse aus zum notärztlichen Dienst. Wann war das? Am 15., also vor 8 Tagen. Was könnte hinkommen? Ja, hallo? Wir brauchen dringend einen Notarzt. Mein Bekannter blutet unheimlich stark. Wir können die Blutung nicht stoppen. Schicke sofort einen Arzt zu Ihnen. Sagen Sie mir bitte Ihre Adresse. Die Adresse? Oh Gott. Mainzer Straße, 44 und klingeln Sie bei Monk. Der Notruf ging vor 8 Tagen ein. Aus dem Penthouse? Mhm. Die Frauenstimme kennen wir. Ja. 44 und klingeln Sie bei Monk. Sie hatten ein Verhältnis mit Robert Monk. Verhältnis? Ich habe seine Dienstleistung ein paar Mal in Anspruch genommen. Und einmal hat er sich dabei eben verletzt. Das würde ich gerne ein bisschen genauer erfahren. Wir haben es auf einem Glastisch. Und der ist dabei kaputt gegangen. Wie haben Sie Robert Monk kontaktiert? Wir haben keine E-Mails gefunden, keine Telefonate. Ich habe ihn über Gina kontaktiert. Ich wollte nicht, dass er weiß, wer ich bin. Ich bin schließlich verheiratet. Okay. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ihre Freundin versucht, Sie mit ihrem eigenen Liebhaber zu verkuppeln. Also erstens war er nicht unser Liebhaber und zweitens... Warum nicht? Mein Mann und ich. Nun ja. Frauen helfen Frauen in Not, ich verstehe. Gina meinte, er sei sein Geld wert. Ihr Mann wusste Bescheid? Nein. Warum auch? Es hat mit ihm nichts zu tun. Ja, ich stecke nur schnell die Karte rein. Sieht aber nach schlechtem Gewissen aus. Das ist eine Aufmerksamkeit, Herr Stoll. Das ist Ihnen natürlich völlig... Hübsch. Sehr gut, Chef. Frau Rottenberg hat mich informiert. Ich würde wirklich zu gerne wissen, weshalb er meine Frau eigentlich beschuldigt. Aber Herr Dr. Früh, wir beschuldigen Ihre Frau doch überhaupt nicht. Wir ermitteln in einem Mordfall. Und da Ihre Frau das Opfer kannte, müssen wir Sie dazu befragen, wie alle anderen auch. Ich würde Sie bitten, mit dem Kollegen hier zu Ihnen nach Hause zu fahren und ihm sämtliche hellblauen Kleidungsstücke Ihrer Frau auszuhändigen. Wie bitte? Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Schön. Ah. Ja, entschuldigen Sie mich. Bernd, na endlich, hör zu.
Probleme? Das übliche Gebrüll. Aber er hat sich mit keiner Silbe danach erkundigt, in welcher Beziehung seine Frau zum Opfer stand. Er weiß doch Bescheid. Ich weiß es nicht. Sie befragen sie gerade und wollen jetzt auch noch Kleidungsstücke von ihr haben. Ich habe jetzt einen Termin mit den Eltern des Toten und Anna kommt mit. Geht auch seine Kontakte durch, Telefone, Internet. Guckt, ob es eine Verbindung zwischen Dr. Dieter Früh und Robert Monk gab. Ja, schon klar. Herr Früh. Also später. Die Ärzte sagen, der emotionale Stress ist für den Schub verantwortlich. Es tut mir sehr leid für Sie. Ich möchte gehen, bitte. Es ist nicht recht, wenn das Kind vor der Mutter stirbt. Ich wollte es will. Bitte lass uns gehen. Natürlich. Herr Monk, Schrodis Werkstatt hier. Es geht um Ihren Wagen. Robert Monk? Nee, hab dachte, komm schwäge mir. Tu ich doch auch. Die Ermittlung ist doch nur Vorwand. Bloß gut, dass er in der Karre noch nichts gemacht habe. Ich hab gleich so ein Mulmix-Gefühl gehabt. Dass sich jemand richtig austobt, das kriege ich mit ein bisschen Politur gar nicht raus. Der hat so einen Hals gehabt. Hat er was dazu gesagt? Er hat bloß irgendwas gemurmelt. Das wird er mir noch büßen. Wann war das? Am 15. Der Geburtstag von meiner Mutter. Deswegen weiß ich das so genau. Danke. Und kriege ich jetzt mein Auto wieder? Wie dein Auto wieder? Ich hab dem doch einen Leihwagen gegeben. Mein Mustang. Deinen alten Mustang. Jetzt haben wir alles im Kofferraum des Mustangs gefunden. Offenbar war Robert Monk damit unterwegs. Und der Wagen stand jetzt wo? Auf dem Stellplatz eines Nachbarn. Direkt vor unserer Nase. Ja. Rico soll die Festplatte untersuchen. Klar. Frau übrigens, Früh. Keines der Kleidungsstücke der verdächtigen Früh passt zu den Fasern, die ich auf dem Balkon sichergestellt habe. Versuch war es wert. Der Wagen von Monk wurde doch am selben Morgen zerkratzt, an dem der Notarzt wegen Monks Schnittverletzung gerufen worden ist. Ja? Ich bin noch mal die Telefonliste von ihm durchgegangen. Am selben Tag hat er mit seinem Ex-Kommilitonen telefoniert. Der hat aber behauptet, dass sie seit Wochen keinen Kontakt mehr hätten. Hat Lukas Wörnle für gestern Morgen ein Alibi? Ich soll was gemacht haben? Robert Monk hat sie vor 8 Tagen angerufen, kurz nachdem er festgestellt hat, dass sein Wagen zerkratzt war. Zufall? Wieso nicht? Weil Sie gestern noch behauptet haben, dass Sie seit 2 Wochen keinen Kontakt mehr hätten. Da habe ich mich halt vertan. Warum hat er Sie denn angerufen? Weil er sich entschuldigen wollte. Herr Wörnle, machen Sie es nicht noch schlimmer und hören Sie auf, das Offensichtliche abzustreiten. Robert Monk hat Sie angerufen, weil Sie seinen Wagen zerkratzt haben. Er hat Sie angerufen, um Sie zur Rede zu stellen, richtig? Er wollte halt das Geld für die Reparatur. Und? Sie haben Nein gesagt. Ja. Wegen dem Arsch bin ich von der Uni geflogen. Ja, mit dem Arsch haben Sie sich gestritten. Sie haben ihn schwer verletzt. Gestern sind Sie zu ihm gegangen. Und Sie wollten ihm den Rest geben. Nein, nein. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Und das für 8 Tagen. Das war ein Unfall. Ich habe ihm einen reingehauen, weil ich so wütend war. Dann ist er auf diesen Glastisch gefallen. Und hat geblutet wie ein Schwein. Ich kann doch kein Blut sehen. Wann soll das gewesen sein? Weiß ich nicht. 7:30 vielleicht. War jemand bei dem Streit dabei? Eine Frau vielleicht? Nein. Herr Wörnle. Als ich gegangen bin, ist mir eine Frau im Hausflur begegnet. Ach. Und? Ende 40. Gepflegtes Äußeres. So lange schwarze Haare. Aber die Früh hat doch behauptet, dass diese Schnittverletzung beim Sex entstanden ist. Eben. Naja, wenn sie nichts mit der Verletzung zu tun hat, wieso behauptet sie dann sowas? Vielleicht, weil sie eine andere Person schützen wollte? Eine Person, von der sie geglaubt hat, dass die Monk die Schnittverletzung zugefügt hat. Kommen eigentlich nur noch 2 Personen in Frage. Ihre Freundin Gina und ihr Ehemann. Himmel, Herr Gott, Dine, ich hab dich schon gesagt, dass es mir leid tut, wirklich. Es tut dir leid.
Hast du eigentlich irgendeine Ahnung? Frau Früh? Ja, bitte. Wir hätten dann doch noch ein paar Fragen an Sie. Ich gehe und packe Sachen. Mein Anwalt hat mir geraten, ohne sein Beisein kein Wort mehr mit Ihnen zu wechseln. Gut, dann sprechen wir mit Ihrem Mann direkt. Warten Sie. Bitte. Die ganze Festplatte ist voll davon. Komm, mach aus, wir müssen uns die nicht alle anschauen. Die Kamera muss irgendwie an der Schlafzimmerdecke installiert gewesen sein. Hm. Und wozu der ganze Aufwand? Sexuelle Stimulierung. Erpressung? Andererseits werden die Frauen ihm wohl kaum ihre wahre Identität verraten haben. Badosi? Er. Ja, ist gut, wir kommen. Die Mutter des Opfers will ihren Sohn doch sehen. Ich kann hier unmöglich weg. Das hier, das ist das Surfverhalten von Robert Monk im Netz und das muss ich jetzt dringend auswerten. Moment. Der hat Vornamen und Berufe als Suchbegriffe eingegeben. Ja, der wollte tatsächlich hinter die Identität seiner Kundin kommen. Hat's wohl doch recht mit der Erpressung, ne? Was ist das? Das ist ein Link für einen Zeitungsartikel über Frauen helfen Frauen in Not e.V. Das ist doch der Verein, in dem sich Sabine früher engagiert. Okay, bleib du da, aber gib Martina und Joe Bescheid. Mhm. Ja, ich habe gelogen. Nachdem ich Robert Bluten fand, da dachte ich, mein Mann sei dahinter gekommen und hätte ihn verletzt. Ich weiß auch nicht. Vermutlich habe ich mir gewünscht, dass er sich meinetwegen prügelt. Entschuldigung. Kannte Ihr Mann denn nun Robert Monk oder nicht? Ich weiß es nicht. Aha. Gibt es sonst noch etwas, was Sie uns verschweigen? Nein. Frau Früh, es reicht. Was erlauben Sie sich? Unsere Kollegen haben gerade ein Video gesichtet, in dem Sie mit Robert Monk zu sehen sind. Hat er Sie erpresst? Ja. Wie viel wollte er? 50.000. Und Sie haben gezahlt und er wollte mehr? Nein, ich habe nicht gezahlt. Nicht? Ich lasse mich nicht erpressen. Das habe ich ihm auch so gesagt. Und dass ich ihn anzeigen würde, wenn er nicht damit aufhört. Und hat er denn dann aufgehört? Ja. Nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich meinem Mann von meinen Eskapaden berichten würde, es auch in Kauf nehme, wenn die Öffentlichkeit davon erfährt. Jedenfalls hat er sich seit dem Tag nicht mehr bei mir gemeldet. Sie haben also nie mit Ihrem Mann über das alles gesprochen? Nein. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, Frau Früh, ist, dass wir bei Robert Monk in einer Schublade einen Umschlag mit 50.000 Euro gefunden haben. Genau die Summe, die er von Ihnen erpresst hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, von wem das Geld ist? Wenn nicht von Ihnen? Brauchen Sie meine Fingerabdrücke?
um herauszufinden, ob Sie Robert Monk den Umschlag mit den 50.000 Euro übergeben haben. Das kann ich Ihnen auch so beantworten. Ja, das war ich. Sie hatten Kontakt zu ihm. Er kam zu mir ins Büro. Hat mir das Video gezeigt, auf dem er mit meiner Frau zu sehen ist. Und als ich ihn gefragt habe, ob er mit allen Menschen derart respektlos umgehe, kam nur der dumme Spruch. Ja, außer mit meiner Mutter. Er hat Sie also erpresst? Er hat gedroht, den Dreck öffentlich zu machen, im Internet zu verbreiten. Können Sie sich das vorstellen? Man hätte meine Frau in den Schmutz gezerrt und mit Häme überzogen. Ich hätte das nicht ertragen. Herr Früh, offensichtlich war die Geschichte für Sie selbst auch nicht gerade einfach. Jedenfalls habe ich mich mit ihm getroffen, ihm das Geld in die Hand gedrückt. Ende der Geschichte. Sie lassen sich von einem dahergelaufenen Callboy erpressen, geben ihm das Geld und das war's für Sie. Ich an Ihrer Stelle dem Jungen sowas von Bescheid gesagt. Ich bin ein kultivierter Mensch, das ist nicht mein Stil. Ach ja, und was ist Ihr Stil? Nun, er hat über meine Familie recherchiert, ich über seine. Und dann habe ich seinen Eltern einen Brief geschrieben. Seinen Eltern? Quid pro quo. Da er meine Frau bloßgestellt hat, wollte ich ihn bloßstellen. Also habe ich Frau Monk und Herrn Hohenstein geschrieben, was für ein Mensch ihr Sohn ist. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Sie ist hier, ja? Was für ein Brief? Mhm. Ich melde mich. Ich habe ihn immer bei mir. Frau Monk? Hat Ihr Mann diesen Brief auch gelesen? Was tut das zur Sache? Was hat Ihr Mann an dem Morgen, als Ihr Sohn gestürzt ist, getragen? Der Pforte für Sie abgegeben. Wieso hat meine Frau die Karte nicht gelesen? Karte. Der geht an den Trottel zurück, der ihn geschickt hat. Was? Ich cool Ihre Frau. Hey, ich bin hier nur der Bote. Ist meine Frau nicht bei Ihnen? Unsere Kollegin hat sie mitgenommen. Hinter hinten. Das ist ja alles Ihre Sache. Wir suchen nämlich was Hellblaues, ein Pulli oder so. Ja. Müsste auch ein Loch haben. Ich gehe mal Ihrer Kollegin helfen. Die kommt schon alleine klar. Vielleicht sind Sie ja irgendwo hängen geblieben. Möglicherweise an einer Pflanze. Das hier sieht ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Herr Hohenstein, was genau ist passiert gestern Morgen? Ich wollte nur mit ihm reden. Ihn zur Vernunft bringen. Ihm begreiflich machen, wie sehr er seiner Mutter schadet mit dem, was er tut. Dass sie die Schande nicht verkraften wird, dass ihre Krankheit sie schwächt. Wie hat denn Ihr Stiefsohn darauf reagiert? Er hat nur gegrinst. Ihm war das anscheinend völlig egal.
Ich würde alles nur dramatisieren, hat er gesagt. Und dass er sein Leben leben wolle, wie es ihm gefalle. Und das, obwohl meine Frau alles für ihn getan hat. Und das hat mich so wütend gemacht. Ich hab ihn geschüttelt, damit er endlich mit diesem blöden Grinsen aufhört. Und dann, ich weiß auch nicht, dann hab ich ihn geschubst. Und dann, du kannst mir niemals verzeihen, Angela. Oder? Sie werden sich dem stellen müssen. Lore, hörst du mich? Jetzt geh doch mal bitte ans Telefon. Es tut mir leid, Lore. Herr Stoll, was gibt's denn schon wieder? Ich weiß auch nicht, warum ich heute den Botendienst mache, aber die Dinger hier sind von ihrer Frau. Wollte dich nur mal ein bisschen sammeln lassen? Ja, danke. Okay, ich bin schon weg. Gut. Mhm. Wollte dich nur mal ein bisschen zappeln lassen, sehen uns heute Abend im Chef 2030. Küsse deine Bruder. PS, ich liebe dich. Ich dich auch, Lorchen. Ich dich auch. Lorchen.